Hallo und herzlich willkommen hier zum 8. Türchen von meinem Adventskalender. Heute möchte ich euch wieder ein kleines Rezept zeigen. Und zwar machen wir heute Schokowickel nach Stollenart. Für dieses Rezept benötigt ihr für den Hefeteig 200 ml Milch, 100 Gramm Butter, 450 Gramm Weizenmehl, einen halben Würfel Hefe, 75 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Päckchen geriebene Orangenschale. Ich habe jetzt hier welche von Dr. Oetker. Ihr könnt natürlich auch eine Orange unbehandelt nehmen und das selbst reiben. Ich habe allerdings nicht so eine feine Reibe, deswegen habe ich jetzt das von Dr. Oetker genommen. Ein Ei braucht ihr noch und ein Päckchen Dr. Oetker Rumrosinen. Auch hier wieder, ihr könnt natürlich auch die Rumrosinen selber machen. Ich persönlich benötige sonst allerdings nie Rum und dementsprechend würde bei mir wahrscheinlich mehr Rum nachher übrig bleiben und irgendwie im Abfluss landen. Deswegen nehme ich dann lieber so ein Päckchen Rumrosinen und das passt schon. Dann bleibt wenigstens nichts übrig. Für die Füllung braucht ihr dann 200 Gramm Marzipan, 100 Gramm Raspelschokolade zartbitter, 50 Gramm weiche Butter und ein Ei. Außerdem benötigt ihr dann noch zum Bestreichen etwa einen Esslöffel Milch, einen Esslöffel gehobelte Mandeln, etwa 50 Gramm Butter, ein Päckchen geriebene Orangenschalen nochmal und etwa einen Esslöffel Puderzucker. Als erstes nehmt ihr die Milch und tut sie in einen Topf, sowie die Butter, die tut ihr auch in einen Topf, denn wir müssen die Milch erwärmen und die Butter muss auch erwärmt werden. Wenn dann die Milch Körpertemperatur angenommen hat, dann nehmt ihr die Hefe, zerbröselt die in eine kleine Schüssel und schüttet etwas von der Milch hinein in die Schüssel, bis die Hefe komplett mit Milch bedeckt ist. Das Ganze bleibt dann so etwa 10 Minuten an der Seite stehen. In der Zeit nehmt ihr euch eine Schüssel und tut das Mehl, den Zucker, die Prise Salz, das Ei, die Hefe-Milch-Mischung und die restliche Milch hinzu. Dann könnt ihr entweder Knethaken oder so wie ich das wieder gemacht habe, einfach mit der Hand anfangen, das Ganze zu verkneten. Wenn ihr merkt, dass sich alles gut verbunden hat, dann kommt die flüssige Butter hinzu. Ich mache das extra immer so, weil ich mal gehört habe, dass wenn Butter mit Hefe in Berührung kommt, dann würde die Hefe kaputt gehen. Und bisher habe ich so immer einen richtig schönen Hefeteig hinbekommen. Das Ganze wird dann natürlich noch weiter gut verknetet, bis das Ganze ein schöner, geschmeidiger Teig geworden ist, der auch nicht mehr klebt. Das heißt, wenn er sich von der Schüssel oder von der Arbeitsfläche löst, ohne irgendwie dran zu kleben, dann ist er fertig. Und dann ist er auch richtig gut. Ihr könnt den Teig dann zu einer Kugel formen und ihn in eine bemehlte Schüssel wieder tun. Ihr gebt dann noch ein sauberes Handtuch oben drauf und stellt ihn an einen warmen Ort, bis er die doppelte Größe von dem hat, was er jetzt hat. Also er muss richtig gut aufgehen. Wenn der Teig richtig gut aufgegangen ist und ihr auch aufgepasst habt, was das Rezept angeht, dann habt ihr bemerkt, dass ich Nase natürlich die Rumrosinen vergessen hatte und auch die geriebenen Orangen habe ich vergessen. Dementsprechend habe ich das jetzt hier, nachdem der Teig schön aufgegangen war, noch untergeknetet und habe dann direkt mit dem nächsten Schritt weitergemacht, nämlich mit dem Ausrollen des Teiges. Ihr müsst den Teig dann zu einer Rechteckform ausrollen und zwar ungefähr etwa 40 x 30 cm, so Pi mal Daumen. Wenn ihr das gemacht habt, dann können wir uns auch der Füllung widmen. Für die Füllung nehmt ihr dann das Marzipanstück und schneidet es in kleine Würfel. Gebt dann die restlichen Zutaten wie die weiche Butter, die Schokoladenraspeln und das Ei hinzu und verknetet das Ganze mit den Knethaken. Wenn das Ganze eine schöne glatte Masse geworden ist, dann könnt ihr diese auf dem ausgerollten Hefeteig streichen. Habt ihr die ganze Masse auf dem Hefeteig verteilt, dann müsst ihr, ja, wie ihr jetzt auch sehen könnt, links anfangen und aufrollen. Also das Ganze wirklich so eng wie möglich aufrollen und zwar bis zur Mitte hin. Und wenn ihr die Linksseite aufgerollt habt bis zur Mitte, dann machen wir natürlich auf der rechten Seite weiter und rollen das Ganze dort auch nochmal so eng wie möglich auf, bis wir in der Mitte angekommen sind. Wenn ihr das geschafft habt, dann nehmt ihr ein Backblech mit Backpapier und legt den Wickelstollen dort drauf.
Nun wird der Stollen nochmals abgedeckt mit einem Tuch und wieder an einen warmen Ort gestellt. Und wenn er dann sichtbar größer geworden ist, dann wird erst weitergemacht. Wenn er sichtbar größer geworden ist, sieht das Ganze ungefähr so aus und dann wird er mit dem bisschen Milch bestrichen. Wenn ihr ihn mit Milch bestrichen habt, dann kommen die gehobelten Mandeln da drauf und werden schön sorgfältig drauf verteilt. Der Stollen kommt dann bei Ober- und Unterhitze etwa 180 Grad, so ungefähr 45 Minuten in den Backofen. Achtet aber darauf, dass der natürlich obendrauf nicht zu braun wird. Wenn der Stollen fast fertig ist, nehmen wir 50 Gramm Butter, tun die wieder in einen Topf und schmelzen diese. Wenn die Butter geschmolzen ist, kommt das letzte Päckchen geriebene Orangenschalen hinein und wird gut verrührt. Wenn der Stollen fertig gebacken ist und aus dem Ofen gekommen ist, dann wird die Butter noch auf dem heißen Stollen verteilt und zwar komplett, bis die Butter aufgebraucht ist. Zum Schluss, wenn der Stollen abgekühlt ist, wird dieser mit Puderzucker bestäubt. Ja, meine Lieben, das war das Rezept von der Schokowickel nach Stollenart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war super erklärt für euch, dass ihr das auch verstanden habt. Ich hoffe, es ging euch nicht zu schnell. Ansonsten macht zwischendurch auf Pause, falls ihr es nachmachen möchtet. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein paar Fotos schicken würdet von eurem Stollen, wie der so aussah. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!